Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es um etwas Ekliges, also ja, vielleicht ein bisschen empfindlich ist, vielleicht nicht zuschauen, wobei ich zeige eh nichts Ekliges. Ja, wie ihr hinten schon sehen könnt, schaut es hier ein bisschen chaotisch aus, aus einem einfachen Grund. Und zwar habe ich gestern diesen Schrank hier, wo wir unsere gesamten Vorratssachen wie Mehl, Zucker, gehackte Nüsse, Cornflakes und alles mögliche aufbewahren. Den habe ich gestern komplett ausgemistet und entsorgt. Wie ihr seht, ist er leer. Wir sind nämlich von Motten befallen. Küchenmotten. Hattet ihr sowas schon mal? Das ist auf jeden Fall super eklig. Ich habe das heute auf Insta-Story gepostet und da kamen so viele Nachrichten dazu. Wir haben das auch. Oh mein Gott, wenn du Tipps hast, bitte teile sie und so weiter. Da habe ich mir gedacht, krass. Krass, dass aktuell so viele Leute an diesen Küchenmotten leiden. Und das ist wirklich was sehr, sehr Ekliges. Wir sind übrigens gestern ganz zufällig drauf gekommen. Ich habe nämlich da was gesucht, was wir kochen wollten. Und plötzlich sehe ich dann in den gehackten Mandeln, oh Gott, die Vorstellung alleine nochmal, es hier in Erinnerung zu rufen, holt den größten Ekel bei mir raus, habe ich dann auf jeden Fall in den gehackten Mandeln diese Würmer gesehen und habe gedacht, oh mein Gott. Ich meine, ab und an habe ich mal eine Motte gesehen, aber ich denke mir halt, ich habe mir halt nichts dabei gedacht, weil, ja, wir wohnen am Land, wir haben öfter mal Insekten im Haus, Fliegen, Marienkäfer, Wespen, also, ja, deswegen nicht schön. Egal, wie auch immer. Wie ihr seht, ist alles ausgemistet. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Tipps bekommen. Zum Beispiel die Schränke jetzt mit Essigwasser auszuwaschen. Das werde ich tun. Und ich habe auch den Tipp bekommen, Glasdosen zu kaufen mit Schraubverschluss. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Entweder fahre ich noch zum Ikea oder zum Teddy oder zu beiden und gucke mir das mal an, was es dort gibt. Weil ich zeige euch mal, was wir hatten. Wir hatten nämlich diese hier, die gibt. Gab es mal bei Ikea, glaube ich zumindest. Mal weiß nicht, ob es sie aktuell noch gibt. Ja, da sieht man übrigens auch noch so Überbleibsrestchen von den Motten. Eklig. Das wird auf jeden Fall noch entsorgt und das wird auch noch entsorgt. Das ist auch so ein altes Ikea-Ding. Das ist eine Tupperdose, da waren Chiasamen drinnen. Oh Gott, das war auch mega eklig. Da haben wir jetzt keinen Wurm gefunden, aber so, ja, so. Ja, so Restchen von Würmern und Motten. Bäh. Da drinnen waren mein Backpulver, Vanillepulver und alles mögliche drin. Also meine ganzen Backsachen sogar da drinnen waren eklige. Bäh. Ja, und wie ihr seht, hatten wir halt diese Plastik mit diesen Löchern. Und die werde ich jetzt alle wegschmeißen, weil die sind echt nicht gut für sowas. Und ich habe gehört, Motten können auch zurückkommen. Deswegen werde ich das Ganze hier... ja, wegschmeißen. Und das ist alles, was ich behalten habe. Das sind Lebensmittel, die ich frisch gekauft habe gestern. Deswegen habe ich das noch behalten. Das muss ich auch entsorgen. Das ist auch zum Entsorgen. Okay. Und ja, wie gesagt, diese Dose habe ich behalten. Das habe ich gestern gekauft. Das ist auch ganz, ganz frisch versiegelt. Das haben wir auch erst gekauft. Deswegen behalten wir das. So, meine Lieben, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe mir jetzt alle eure Tipps durchgelesen, die ihr mir geschrieben habt über Instagram. Es ist wirklich ein Wahnsinn, wie viele Menschen zurzeit tatsächlich unter demselben Problem leiden oder gelitten haben. Und es kam wirklich sehr, sehr oft als Tipp, Glasdosen oder Glasbehälter mit Drehverschluss sich zu holen. Das haben ganz, ganz viele vorgeschlagen. Dann kam auch ganz oft Essigwasser, also die Schränke mit Essigwasser auswaschen. Dann kam auch noch die Schränke mit dem Föhn, also mit ganz heißer Luft abzuföhnen. Anscheinend mögen die Larven das überhaupt nicht, das werden wir dann auch gleich machen. Und dann kam auch der Begriff Schlupfwespen und ich habe mich darüber ein bisschen, ich habe ein bisschen darüber im Internet gelesen und tatsächlich soll Schlupfwespen eines der Methoden sein, die wirklich hilft. Und deswegen habe ich mir vorhin bei Amazon Schlupfwespen bestellt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und ich bin gespannt, wie das Ganze sein wird. Anscheinend sind Schlupfwespen ein bisschen kleiner. Aber trotzdem sehr effektiv. Auf jeden Fall, die Lieferung ist am Montag und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mir auch Gläser gekauft, also Vorratsdosen. Ich war vorhin beim Kick. Die gibt es dort für 2,80 Euro. Ich habe auch per Teddy vorbeigeschaut
Und da gab es nichts. Deswegen habe ich die von KIK mitgenommen. Also 2,80 Euro in Österreich, in Deutschland 2,60 Euro für so eine große. Und ich habe mir auch, also ich habe mir 10 große gekauft und 4 kleine. Die kleinen kosten fast gleich, also 2,20 Euro. Ja, und in Deutschland 2 Euro. Also ja, diese Dosen werden dann von mir befüllt. Aber zuerst müssen wir die Schränke auswaschen. Und ja, da werde ich das jetzt machen mit Essigwasser. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe noch so ein Desinfektionsmittel, das dann auch noch so ein bisschen hier reinspritzen und dann mit dem Föhn. Und die Schlupffesten kommen dann am Montag und dann werde ich die dann dazu reinlegen. Bin auf jeden Fall gespannt. Aber vorher werde ich noch diese ganzen Plastikvorratsdosen oder Behälter, wie auch immer, entsorgen in den gelben Sack, weil die schauen so eklig aus und ja, irgendwie ekelt es mich jetzt total davor. Deswegen kommen die weg. Diese Spaghetti haben wir übrigens gestern noch nicht weggeworfen, weil der Papa gemeint hat, die hat ja ganz frisch reingeleert. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich meine, so optisch schauen die okay aus und es ist auch noch kein einziger Wurm dran. Aber wenn ich jetzt ganz genau reingucke, kann ich da ein Ei entdecken. Oh mein Gott, ist das nicht eklig? Also ich sehe da ein Ei, eins auf jeden Fall. Und woran man das, finde ich, noch gut erkennen kann, ist, wenn man auf den Grund schaut und wenn da so Härchen runterhängen, also so Härchen, das habe ich jetzt in mehreren Verpackungen gesehen, diese Härchen sind meist so ein Indiz dafür, ich glaube von diesem Gewebe, wo sie sich da einpuppen, diese Würmer. Ja, deswegen kommen diese Spaghetti auf jeden Fall weg. Hier ist nämlich bestimmt als nur ein Ei drin. Ja, ich will kein Risiko eingehen, deswegen, ja. Weg damit. Oh mein Gott, so schade. Das ganze Essen, ey. Und ganz, ganz viele von euch haben mir auch geschrieben, ich soll auch bitte in den versiegelten, ganz ungeöffneten nochmal ganz genau reinschauen. Ich meine, bei manchen, wo da so diese Fäden runterhingen, obwohl es verschlossen war, die habe ich sofort weggeschmissen. Aber das schaut ja augenscheinlich okay aus. Ich werde es trotzdem jetzt öffnen. Das ist tatsächlich ein Wahnsinn. Das ist unpackbar. Also jetzt so, natürlich erkennt man jetzt im Paniermehl oder in diesem Semmelbrösel optisch jetzt noch nichts. Aber ich habe ein Indiz dafür. Und zwar seht ihr das, was da an der Wand so hängt? Das ist wie so ein Faden. Und das ist so typisch dafür. Wenn man es nämlich so rüttelt, dann sieht man, seht ihr, das bewegt sich. Das ist ein ganz, ganz typisches Indiz dafür. Das habe ich bei ganz, ganz vielen gesehen. Ja, ist das wohl auch befallen. Ich verfütter das Ganze an die Hühner. Das ist ein bisschen laut hier. Was ist hier los? Alles gut. Oh mein Gott. Oh nein. Das war echt eine sehr gute Idee. Guckt euch das an. Also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie überglücklich ich bin, dass ich das aufgemacht habe und reingeschaut habe. Es ist auf jeden Fall ein Wahnsinn. Ich zeige euch das gleich, was da drinnen ist. Seht ihr das? An der Wand. Also, ich meine, das war original verpackt. Es hatte augenscheinlich von der Optik her gar nichts. Und trotzdem ist da ein Wurm drin. Da ist einfach ein Wurm drin. Fix ist das ein Wurm. Und ich erkenne es ja mittlerweile an diesen Fäden. Ich habe mir jetzt einen Schaschlikspieß geholt. Und so. Tatsächlich ist es. Also, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich kratze da so dran. Das ist richtig hart. Aber hier. Yeah, das ist so ein. Weiß ich nicht. Das ist ein Kokon. Ja. Ach, ist schon leer. Der Wurm ist da scheinbar schon ausgebrochen, natürlich. Ah, und da ist ein Mensch. Da ist ein Wurm. Ja,
Und so schaut der Wurm aus. Ist das nicht mega eklig? Das war jetzt in der Verpackung. Das war jetzt in der ungeöffneten Verpackung. So, auf jeden Fall gehe ich das jetzt mal entsorgen. So, ich habe jetzt alles weggeschmissen. Das ist alles noch gut. Ich habe mir jetzt in seinem Spritz-Dings da Wasser eingefüllt. Und jetzt mache ich hier Essig dazu rein. Ich habe keine Ahnung wie viel, aber machen wir mal ein bisschen mehr. Ja, das riecht gut. Ja, das ist so ein, wie heißt das? Spritz-Dings da. Bums. Ihr wisst Bescheid. Jetzt geht's an meine Kästen. Da und da und da. Und ich habe sogar gesehen, dass ich da in diesen Löchern, habe ich auch von anderen über Instagram gehört, da soll ich auch reingucken. Ich habe jetzt noch einen frischen Lappen genommen und mein Desinfektionsmittel und werde das Ganze noch mal so ein bisschen bearbeiten und dann werde ich den Föhn nehmen. So. Jetzt habe ich noch die letzte Geheimwaffe, die mir empfohlen wurde von so vielen von euch. Mit einem Föhn richtig heiß ausföhnen. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt den ganzen Kasten richtig andampfen. Und ja, los geht's. Am Montag kommen dann, heute schon gesagt, ich habe, nein, das habe ich noch gar nicht gesagt, genau. Ich habe Schlupfwespen auf Amazon bestellt. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Haben jetzt über 30 Euro gekostet, also so drei Pakete mit so Kärtchen, die werde ich euch natürlich auch im Video zeigen, wenn sie dann da sind. Ich werde auf jeden Fall jetzt meine Glasbehälter waschen und sie dann befüllen und am Montag, wenn dann die Schlupfwespen da sind, werde ich euch das zeigen, wie das ausschaut. Dieser Schrank ist schon mal fertig, ich habe hier noch den. Da waren nämlich so Backsachen drin, meine ganzen Backpulver, Vanillepulver, alles, alles habe ich weggeschmissen. Kakaopulver war auch da drinnen, deswegen alles ist jetzt im Müll. Das muss ich noch waschen und dann bin ich fertig, weil hier habe ich kein Essen drin. Da war nie Essen drin, das ist nur so, ja, so sowas. Krams halt, ne? Küchenkrams, aber nicht, nichts Essbares. Das war eigentlich das Ganze. Mittlerweile sind schon einige Tage vergangen. Und ich wollte euch ein kleines Update zu unserem Mottenproblem geben, das tatsächlich gar keins mehr ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin super, super happy. Ich habe fast gar keine Motte mehr gesehen und das Beste ist, ich habe keinen Wurm mehr gesehen. Und ich zeige euch mal, wie unser Schrank jetzt hier ausschaut. Ich glaube, ich habe hier gezeigt, dass ich vom Kick für 2,50 Euro, glaube ich, die kleinen, sowas ungefähr, so 2,40 glaube ich, diese Glasbehälter mit Schraubverschluss gekauft habe und auch große, die haben so, glaube ich, jetzt auch sowas 2,80 oder sowas herum gekostet und da habe ich jetzt unsere gesamten Vorräte drin, egal ob Reis, Nudeln, Polenta, also Maismehl oder normales Mehl, was auch immer, habe ich jetzt so verstaut. Da oben habe ich jetzt noch so ein paar Dosen und irgendwas anderes, also gar nicht mehr so viel Zeug, wie viel wir eigentlich da früher tatsächlich drin hatten. Auf jeden Fall mache ich das jetzt immer so, wenn wir was einkaufen, egal ob es jetzt Reis ist oder Mehl oder Zucker oder was auch immer. Ich werde das dann sofort aufmachen und in so ein Glasbehälter umfüllen. Und somit hoffe ich, dass ich das dann, falls ich sowas mit einkaufe, was ja auch natürlich vorkommen kann, dass man das so mit einem Mottenwurm einkaufen könnte oder mit einer Motte, dass man das ja dann schon beim Aufmachen sieht und es sofort entsorgen könnte. Auf jeden Fall kann ich euch das als Tipp geben. Das haben auch mir auf Instagram ganz, ganz viele geschrieben. Immer sofort aufmachen und reingucken, weil manches oder das meiste holt man meistens aus dem Geschäft mit, ja, zu sich nach Hause. Und heute ist auch eine besondere Lieferung gekommen.
Und zwar sind nämlich heute meine Schlupfwespen gekommen. Das ist der ultimative Tipp, den ich von euch bekommen habe über Instagram. Also das haben mir ganz, ganz, ganz viele empfohlen. Tatsächlich sollen Schlupfwespen wirklich für immer helfen, wenn man ein Mottenproblem hat. Also das ist einfach das Mittel, das am besten wirkt, anstatt alles andere mit Essigwasser. Das ist auch ein gutes Mittel, aber Schlupfwespen soll anscheinend das i-Tüpfelchen auf dem allen sein. Ich habe meine Schlupfwespen bei Amazon bestellt. Ich werde sie euch unten in die Infobox verlinken, falls ihr eventuell auch interessiert seid an den kleinen Tierchen. Das sind nämlich so Tierchen, ja. Also das sind Tierchen, die kleiner sind als Motten. Viel, 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 viel kleiner. Und sehr effektiv. Also ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Also die Lieferung kam hier so, also in einem Briefkuvert. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Also das sind so Kärtchen. Jetzt mal ganz nah dran. Und diese schwarzen Pünktchen, das ist so ein kleiner Teil von den Schlupfwespen, die schon es nach draußen geschafft haben. Warte, ich zeige euch mal, dass wir das ein bisschen, mache ich das auf. Vielleicht könnt ihr da so schräg hineingucken. Seht ihr da diese schwarzen Dinger da drinnen, in diesem Kuvert, da drinnen sind eine Schlupfwespen. Diese Kärtchen, also ich habe 3 bekommen, da werde ich wahrscheinlich 1 da oben drauf geben, dann zur Naschlade 1 und zum Tierfutter werde ich auch 1 geben, zum Trockenfutter nämlich, da gehen die Motten auch sehr, sehr, sehr gerne dran. Und das ist so eine Kur klingt jetzt blöd, aber ist so, dieses Kärtchen hält für 3 Wochen und man bekommt jetzt, also ich bekomme jetzt nochmal 2 Lieferungen. Damit bin ich für 9 Wochen quasi ausgestattet, ne? Also 3-mal eine Lieferung für jeweils 3 Wochen. Das ist meine erste Lieferung und ja, es hat schon ein bisschen was gekostet, so über 30 Euro. Aber mit Schlupfwespen schafft man es, laut voll vielen Erfahrungsberichten von anderen, schafft man es tatsächlich, diese Motten, die lästigen, loszuwerden. Warte kurz, Lara! Und laut Erfahrungsbericht von so vielen von euch schafft man es wirklich mit Schlupfwespen, die lästigen Motten endlich zu bekämpfen. Deswegen werde ich das jetzt auch ausprobieren, auch wenn ich jetzt keine Motte mehr gesehen habe. Nichtsdestotrotz, Prävention ist alles. Deswegen hoffe ich, dass sie dann auch wirklich nicht mehr sich einnisten und irgendwie einfach super eklig. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich werde euch natürlich, wenn ihr möchtet, nochmal so ein kleines Update geben zu den Schlupfwespen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt, dann kann ich nochmal ein zweites Video dazu drehen, wie das so war in den 9 Wochen mit den Schlupfwespen. Also ab damit in die Kommentare. Und sonst bedanke ich mich fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein ekliges Video. Und ja, tschüss!